ich glaube, wir sind bereit für das Heimspiel und ich glaube, wir haben im Vorfeld natürlich eh schon viele Interviews gehört, viele Kommentare gelesen und so weiter. Müssen Gas geben, müssen. Wir wollen das Spiel gewinnen, das ist klar, wie jedes Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Aber ich hoffe, dass ich auch da meinen Teil dazu beitragen kann und erhoffe mir 3 Punkte. Ja, ich muss immer von Tag zu Tag schauen, also das ändert sich bei mir auch nicht. Also vom Fuß her ist es momentan okay, er hält die Belastung aus. Man muss es noch sehen, wie es über einen größeren Zeitraum ist. Wir hatten jetzt in der Länderspielpause ein Freundschaftsspiel, wo ich 45 Minuten gespielt habe, wo es keine negative Reaktion jetzt gegeben hat. Das ist schon einmal positiv, auch für mich, für den Kopf. Trainingseinheiten laufen gut und von dem her glaube ich schon, dass ich jetzt einmal über einen längeren Zeitraum auch spielen kann. Aber ich muss es immer wieder verfolgen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es ist komplett weg. Aber es ist so, dass es die Belastung standhält und dass ich auf einem sehr guten Weg bin, was das betrifft. Es ist ein Gegner, der sehr gut organisiert ist, der auch unheimlich viel Qualität im Offensivbereich hat, der unheimlich viel Tempo da hat, individuelle Qualität und wo du wirklich eine sehr, sehr gute Absicherung brauchst. Allerdings ja, haben sie natürlich jetzt auch gegen Dortmund gespielt, die auch eine überragende Qualität haben. Also es ist für uns kein Indikator. Wir wissen, dass Gladbach ja, mit einer oder eine Mannschaft auf uns wartet am Sonntag, die unheimlich schwer zu bespielen ist und dass uns da auch wieder wie in allen Spielen alles abverlangt wird, in allen Bereichen, wo wir eine Top-Leistung abrufen müssen. Und dafür fühlen wir uns aber bereit. Also die Spieler können natürlich sehr, sehr gerne erstmal mit ihren Familien natürlich über den Freimarkt bummeln, aber natürlich auch nach dem Sieg gerne abends rausgehen. Das ist überhaupt kein Problem. Grundsätzlich, ich wünsche uns erstmal für Sonntag, dass wir hier ja ein schönes, erfolgreiches Fußballfest feiern und dass wir zumindest unseren Fans dann auch noch einen schönen Sonntagabend auf dem Freimarkt, ja, wie sagt man, genießen, gewährleisten können. Und das wäre das Schöne. Und wenn dann der eine oder andere Spieler dann noch darüber bummelt, ist das für uns natürlich auch in Ordnung. Ich bin grundsätzlich ein Freund vom Freimarkt. Ich bin, glaube ich, schon eh alles gefahren, was da gibt. Und ja, also die Zeit ist ja immer ist schon cool. Also jeder freut sich drauf. Es ist immer viel los da. Wie schon gesagt, mit den Familien kannst du da einige Zeit unternehmen. Und von dem her wäre es ja umso schöner, wenn wir gleich einmal Sonntag mit einem Sieg starten. Und dann können die Leute oder haben dann die Leute einen Grund zum Feiern.